Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gute Nachrichten für Passagiere an deutschen Flughäfen. Die Serie der Streiks scheint beendet. Nach dem Tarifkonflikt beim Bodenpersonal der Lufthansa konnte nun auch der Tarifstreit der Luftsicherheitskräfte beigelegt werden. Bleiben noch die Verhandlungen beim Kabinenpersonal der Lufthansa, die sich aber auch auf der Zielgeraden befinden sollen. Regelbetrieb an der Sicherheitsschleuse, heute Nachmittag am Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Zeit der Warnstreiks des Sicherheitspersonals, wie noch hier im März am Flughafen Köln-Bonn oder in Hamburg, vorbei. Der Sommerflugbetrieb scheint gesichert, denn die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben sich nach langen Verhandlungen in der Nacht auf den Kompromiss des Schlichters geeinigt. Zum 1. April 2024 steigen die Monatsentgelte um 7,8%, am 1. September um weitere 3,4% und am 01.01.2025 um nochmals 1,5%. Mit dem Teil der Lohnerhöhung oder Entgelterhöhung sind wir sehr zufrieden. Wir haben annähernd unsere Vorstellung in der Schlichtung erreicht. Mit dem Teil der Mehrarbeitsregelung sind wir nicht zufrieden. Der wurde jetzt wieder ausgeklammert. Das Thema Mehrarbeit soll Ende des Jahres nachverhandelt werden. Damit der neue Tarifvertrag der Beschäftigten gilt, müssen jetzt noch die jeweiligen Gremien zustimmen. Diese Zustimmung wird auch von den Arbeitgebern erwartet, auch weil die Personalkosten weniger steigen, als sie befürchtet hatten. Das ursprüngliche Forderungspaket der Gewerkschaften hatten wir beziffert mit rund 1,25 Milliarden Euro Mehrbelastung. Der Abschluss über 15 Monate bedeutet für die Unternehmen der Branche eine Mehrbelastung von rund 135 Millionen Euro. Bedeutet wohl aber auch, Fliegen könnte teurer werden, da die Sicherheitsleistungen mit dem Flugticket bezahlt werden müssen. Die Bundeswehr hat damit begonnen, dauerhaft eine Kampfbrigade in Litauen zu stationieren. Die ersten Soldatinnen und Soldaten sind heute dort eingetroffen, um den Einsatz vorzubereiten. Litauen grenzt im Westen an das russische Kaliningrad und bildet mit der Grenze zu Belarus einen Abschnitt der NATO-Ostflanke. Ein kleiner Teil der Bundeswehrangehörigen wird in Rukla stationiert, der Großteil in Rudninkai. Gelandet. Ankunft des Vorkommandos in Litauen. Zum ersten Mal wird die Bundeswehr eine Brigade dauerhaft im Ausland stationieren. Der litauische Verteidigungsminister mit einem Versprechen. Wir machen alles, was wir sollen tun, dass ihre Soldaten hier in Litauen wie zu Hause wohlfühlen könnten. Hier bei Rudninkai, nahe der Grenze zu Belarus, soll die Brigade ihren Hauptdienstort bekommen. Im Einsatz ist die Bundeswehr in dem baltischen Land bereits seit 7 Jahren, führt dort einen Kampfverband der NATO. Nun übernimmt sie noch mehr Verantwortung. So wie die NATO-Partner im Kalten Krieg auf deutschem Gebiet Frieden und Freiheit geschützt haben, ist es heute unsere Aufgabe, auch außerhalb Deutschlands einen Angriff abzuschrecken und falls nötig jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu verteidigen. Am Morgen hatte Verteidigungsminister Pistorius in Berlin das Vorkommando der Brigade verabschiedet. Ende 2027 soll sie einsatzbereit sein, mit 4.800 Soldaten und 200 Zivilisten, einige mit Familien. Vieles ist noch zu tun auf litauischer Seite und wir, das kann ich Ihnen versichern, werden alles tun, die Brigade von Anfang an so auszustatten, wie sie ausgestattet sein muss und die Lücken, die das bei uns dann verursacht, so schnell wie möglich zu schließen. Die Aufstellung der Brigade kostet wohl an die 800 Millionen Euro. Im Dauerbetrieb wird es noch deutlich mehr. Verteidigungsminister Pistorius sagt, die Bundeswehr betrete mit dieser Entscheidung Neuland. Neuland, das sehr viel kosten wird. Eine große Herausforderung in Zeiten knapper Kassen. Doch die Bundesregierung will mehr sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Deutschland muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Vorwurf verteidigen, Beihilfe zum Völkermord zu leisten. Nicaragua beschuldigt die Bundesrepublik, mit Waffenlieferungen an Israel gegen internationales Recht zu verstoßen. Das Gericht wurde aufgefordert, einen Stopp der Rüstungsexporte anzuordnen. Die Bundesregierung wies die Anschuldigungen zurück.
In Gaza ist nichts mehr wie vor dem Krieg. Die Gebäude in Trümmern, zehntausende Zivilisten getötet oder verletzt. Es fehlt an allem, an Nahrung, Wasser und an medizinischer Versorgung. Für Nicaragua, das eine historisch enge Beziehung zu den Palästinensern hat, ist das Völkermord. Und Deutschland leistet dazu Beihilfe. Ein großer Teil der militärischen Maschinerie und des Equipments von Israel ist zumindest zum Teil aus Deutschland. Und außerdem angewiesen auf Motoren, Ersatzteile und Zubehör, das ebenfalls aus Deutschland kommt. Zum Beispiel greife Israel Gaza vom Meer aus mit Korvetten an, gebaut von ThyssenKrupp. Dadurch aber Völkermord zu unterstützen, das weist die deutsche Seite zurück. Deutschland verletzt weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Die nicaraguanische Darstellung war eklatant einseitig. Und wir werden morgen im Gegenteil darlegen, wie wir unseren Verantwortungen umfassend gerecht werden. Fachleute halten die Klage für wenig plausibel. Beihilfe zum Völkermord setze voraus, dass Israel absichtlich Zivilisten töte und die Bundesregierung das wissentlich und ebenfalls absichtlich unterstütze. Ein Erfolg der Klage von Nicaragua halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Wenn es doch dazu käme, wäre das ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs. Nicaragua fordert außerdem Sofortmaßnahmen, unter anderem einen Stopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel. Ein Urteil dazu könnte schon in 2 Wochen fallen. 8 Jahre nach Bekanntwerden des weltweiten Finanzskandals um die sogenannten Panama Papers hat der erste Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher begonnen. 27 Angeklagte stehen seit heute in Panama-Stadt wegen Geldwäsche vor Gericht. 2016 hatte ein internationales Rechercheteam ein kompliziertes Geflecht aus Briefkastenfirmen in Panama enthüllt. Es diente dazu, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption zu verschleiern. Basis der Recherche war ein Datenleck bei der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Zum Prozessauftakt weist der Gründer der Kanzlei alle Vorwürfe von sich. Ich bin nicht verantwortlich, sagt Jürgen Mossack. In seiner inzwischen geschlossenen Kanzlei in Panama-Stadt sollen Geldwäsche und Steuerbetrug organisiert worden sein. Mithilfe von 215.000 Briefkastenfirmen sollen wohlhabende Kunden Vermögen verschleiert haben. 27 Angeklagten wird der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Geldwäsche, Verstecken von illegalem Geld durch die Nutzung von Panamas Strukturen. Ans Licht brachten das die Panama Papers 2016. Investigativjournalisten finden in 11,5 Millionen Dokumenten Namen von Sportlern, Politikern, Prominenten, die Offshore-Firmen halten. Darunter Islands Premier Gunnlaugsson, der zurücktreten muss. Auch Pakistans Premier Sharif stolpert über Deals seiner Familie. November 2018, die Deutsche Bank in Frankfurt wird durchsucht. Sie nutzte wie andere Banken die Dienste von Mossack Fonseca und muss 15 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Briefkastenfirmen sind nicht illegal, aber oft die Geschäfte, die damit abgewickelt werden, wie Steuerhinterziehung, Waffen- und Drogenschmuggel, möglich durch Panamas damals laxe Gesetzgebung. Es gab totale Anonymität. Man konnte kaum herausfinden, wer als Begünstigter hinter den Briefkastenfirmen steckt. Inzwischen hat Panama seine Gesetze verschärft. Bis Ende April soll die Verhandlung dauern. Den Angeklagten drohen bis zu 12 Jahre Haft. Die Bundesregierung will das Abtreibungsrecht reformieren und hat dafür eine Expertenkommission eingesetzt. Nach Angaben des Spiegel schlägt die Arbeitsgruppe vor, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen zu erlauben. Im Moment sind sie grundsätzlich rechtswidrig. Es gibt aber Ausnahmen. Frauen dürfen Abtreibungen in den ersten 12 Wochen zwar vornehmen lassen, aber nur dann, wenn sie sich einer Pflichtberatung unterziehen und eine Wartezeit einhalten. In Thüringen hat Innenminister Meyer heute die Kriminalitätsstatistik für 2023 vorgestellt. Insgesamt gab es demnach im vergangenen Jahr mehr registrierte Straftaten. Gestiegen ist allerdings auch die Aufklärungsquote. Leicht zurückgegangen ist die Zahl der politisch motivierten Delikte. Sie liegt aber weiter auf hohem Niveau. Der Thüringer Innenminister mit einer schlechten Nachricht. Die Zahl der Straftaten steigt, auch in Thüringen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik, heute vorgestellt in Erfurt, ist sie so hoch wie seit Jahren nicht. Mehr als 150.000 Straftaten wurden 2023 erfasst. Es gibt mehr
Straftaten. Es gibt mehr Tatverdächtige, schon allein das ist unerfreulich. Aber wir haben bei den nichtdeutschen Tatverdächtigen einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ist so hoch wie nie, 27%. Mehr als jeder vierte Tatverdächtige kam also nicht aus Deutschland. Die Opposition fordert: Bei der Ausländerkriminalität höre ich immer nur verschweigen, nicht ansprechen, auch da Klartext. Diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, für die haben wir keinen Schutzstatus. Ausländische Tatverdächtige seien jünger, häufig ärmer und ihr Anteil an der Bevölkerung ist gestiegen. So erklären Experten die hohe Zahl. Diese Debatte um sogenannte Ausländerkriminalität haben wir seit 30, 40 Jahren. Das ist immer derselbe Reflex, der von rechts kommt. Und ich denke, die CDU muss aufpassen, dass sie hier nicht rechts außen den Rechtsextremen Vorschub leistet. Thema im Bericht ist auch politisch motivierte Kriminalität. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Am häufigsten kommt sie von rechts mit 1.835 Straftaten mit steigender Tendenz. Die bundesweite Kriminalstatistik will Bundesinnenministerin Faeser morgen vorstellen. Sie sieht aus wie alle anderen, kann aber viel mehr. In Bayern wird seit heute eine neue Ampelanlage getestet, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Ziel ist es, den Verkehrsfluss besser zu steuern, zum Beispiel durch intelligente Grünphasen. Radfahrern zeigt die Ampel sogar an, wann und wie lange es grün wird. Wenn die Testphase erfolgreich ist, könnte es bald weitere solcher Ampelanlagen geben. Von oben eine ganz normale Kreuzung in Essenbach bei Landshut. Aus der Nähe eine mit Hightech-Ampel. Mit Kameras, Sensoren und erstmals künstlicher Intelligenz. Seit heute wird diese Ampel getestet. Sie soll den Verkehr intelligent steuern für alle Verkehrsteilnehmer. Das ist vor allem wichtig, um die Sicherheit im Verkehr zu verbessern und um den Verkehrsfluss zu erleichtern. Also vor allem, wenn man Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig mit Fahrzeugen kombinieren möchte, dann ist es wichtig, dass alle mit berücksichtigt werden. Zum Beispiel mit einer Grünphase für Radfahrer. Schon 100 Meter vorher wird angezeigt, wie sie fahren sollten, langsamer oder Geschwindigkeit halten, um nicht an der Kreuzung stoppen zu müssen. Wenn in Essenbach die Feuerwehr ausrücken muss, sendet das Fahrzeug automatisch ein Signal aus. Die Ampel reagiert. Vorfahrt für die Retter, rot für den Rest, auch für Fußgänger. Für die wird erstmals in Bayern künstliche Intelligenz im Straßenverkehr eingesetzt. Sobald sich Fußgänger der Ampel nähern, werden sie von Sensoren erfasst. Das Signal kommt automatisch und die Grünphase dauert dann so lange wie nötig. Mehr Sicherheit ist auch ein Argument für die Investitionskosten von rund 100.000 Euro. Dreimal mehr als eine herkömmliche Ampel. Und man muss halt auch die volkswirtschaftlichen Kosten rechnen. Wenn hier ein Unfall passiert, dann ist die Investition locker herin. Wir wollen insgesamt den Verkehr sicherer machen. Und es wird die Zukunft sein. Ich bin überzeugt, dass sich das durchsetzen wird. Es hängt aber an den Erfahrungen mit dem Pilotprojekt, ob und wann weitere Ampeln umgerüstet werden. Rudi Völler bleibt Sportdirektor der Fußballnationalmannschaft. Der DFB verlängerte den Vertrag mit dem 63-Jährigen über die Heim-Europameisterschaft im Sommer hinaus, und zwar bis 2026. Der Verband hatte Völler im Februar 2023 zum Sportdirektor ernannt. Eine Reaktion auf das deutsche Vorrundenaus bei der WM 2022 in Katar. Auch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Nach Dauerregen und Dammbrüchen bleibt die Lage in den Hochwasserregionen Russlands angespannt. Besonders betroffen ist die Region Orenburg, etwa 1700 Kilometer östlich von Moskau. Dort standen durch das Hochwasser im Fluss Ural mehr als 10.000 Häuser unter Wasser. Mehrere tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. In Orsk zogen mehrere hundert Menschen vor das Rathaus und warfen der Regierung Versagen vor. Millionen Menschen fiebern in Mexiko und den USA einem ganz besonderen Ereignis entgegen, einer totalen Sonnenfinsternis. Sie zieht in einem 185 Kilometer breiten Streifen über den Kontinent. In nur 1,5 Stunden wandert der Mondschatten mehr als 6500 Kilometer weit über zahlreiche US-Bundesstaaten und streift dabei zum Schluss auch Kanada. Die ersten Bilder der NASA haben uns schon erreicht. In Mexiko konnten die Menschen bis zu 4,5 Minuten beobachten, wie sich der Mond komplett vor die Sonne schiebt. Wo sich die Sonne morgen bei uns zeigt, hier die Wettervorhersage.
Von Westen erreichen uns kühlere Luft und Wolken, dazu windig und teilweise nass. Im Osten bleibt es noch freundlich und sehr warm und in der Nacht oft auch klar. Von Westen ziehen dagegen dichtere Wolken heran, die später Schauer bringen, mancherorts auch mit Blitz und Donner. Am Tag breiten sich die Wolken weiter aus. Gebietsweise gibt es Schauer, vielleicht auch mal ein Gewitter. Im Osten bleibt es noch trocken, dabei scheint oft die Sonne, die später auch im Westen noch eine Chance bekommt. Heute Nacht mit meist zweistelligen Werten sehr mild, nur an der See und in einigen Berglagen unter 10 Grad. Im Westen morgen teilweise nur noch um 10 Grad, im Osten noch mal sommerlich warm. Am Mittwoch wechselhaft und auch im Osten kühler, ab etwa 1200 Metern ist Schnee dabei. In den folgenden Tagen wird es wieder wärmer und zumindest im Süden oft auch sonnig. Die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni schauen um 22 Uhr auf die NATO-Ostflanke und die Lücke, die die Bundeswehrbrigade in Deutschland hinterlässt. Außerdem Alzey und der Pharma-Riese, mittendrin beim Spatenstich für das neue Milliardenprojekt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.